Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Close to the Sun. Kapitel 2. So, mal gucken, wie oft wir uns hier erschrecken. Erkunden Sie die Helios, um Ada zu finden. Ey, nichts gegen die Grafik, ganz im Gegenteil, das ist voll geil. Aber hier öffnet sich einfach mal so ein Riesentor. Hier ist sonst so ein Bewegungsmelder. Ach komm schon. Da oben sind wir. Ey, wenn wir das ganze Schiff erkunden müssen, oh, da haben wir was vor uns. Okay, das sieht auf jeden Fall mal richtig geil aus. Wie gesagt, an der Grafik. Hier spricht die Researcherin Archer. Ich rufe alle Überlebenden auf dieser Frequenz. Ist dort draußen irgendjemand? Ich wiederhole, hier spricht die Researcherin Archer. Ich rufe alle Überlebenden auf dieser Frequenz. Ist irgendjemand da draußen? Rose? Ada! Heilige Scheiße! Rose, was zur Hölle machst du hier? Moment, was? Ada, du hast mir gesagt, ich soll kommen. Ich habe deinen Brief hier. Das ergibt keinen Sinn. Rose, ich habe dir keinen Brief geschrieben. Aber egal. Es gab einen Unfall oder eine Sabotage. Egal, was es war. Wir müssen dieses Schiff verlassen. Deshalb die Quarantäne? Ada, was zur Hölle geht hier vor sich? Rose, hör mir gut zu. Wir müssen dringend hier weg. Es breitet sich auf. Ada! Ada! Ach, komm schon. Vielleicht kann ich ein besseres Signal bekommen, wenn ich dieses Ding irgendwo oben... Ja, irgendwo oben. Das ist es. Also nochmal, nichts gegen die Grafik. Also diese Bombe für das Spiel. Sieht auch alles richtig geil aus hier. Aber diese Schreckmomente. Oh wow, hier komme ich nirgendwo dahinter. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Hallo? Rezeption, ich möchte einchecken. Und ich möchte ein deftiges Abendessen. So Schnitzel mit Pommes, Sauce Hollandaise. Und einen schönen Salat dazu, ein Törtchen als Nachtisch. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Entschuldigung. Siehst du aber nicht Einstein. Da gibt es nichts zum Aufheben. Okay. So. Da lang oder da lang? Da lang. Die Helios. Ah, die Helios. Benannt nach der Sonne und selbst eine Quelle nahezu unbegrenzter Energie. Dies ist ein geschützter Raum für diejenigen, die offen sind und ein Talent für Wissenschaft haben, um die Grenzen menschlichen Bestrebens zu erweitern. Außer Sichtweite von neugierigen Blicken und zynischen Spekulanten. Das Einzige, was hier zählt, ist der Fortschritt dabei, wortwörtlich nach den Sternen zu greifen. Sie ist unser schwimmendes Zuhause und die Wiege der technologischen Entwicklung der Menschheit. Sie befinden sich in der Zukunft der Menschheit und sind sehr, sehr willkommen. Da hätten die mich nicht vorwarnen können, dass hier auf einmal einer anfängt zu quatschen, ne? Kann man das wieder ausschalten? Nee, ich drück da nicht nochmal drauf. Was ist jetzt auf einmal mit dem Spiel los?
Was für ein Verrückter baut ein Museum zu seinen Ehren in seinem eigenen Haus. Gibt's genügend, die sich so hart selber feiern. Also irgendwas stimmt hier gerade nicht. Vollbild ja, Seitenverhältnis so 100, Faustlink ja. Qualität, Effekt, Schatten, Texturen, das kann man alles so lassen. Hier liegt auf jeden Fall wieder ein Zettel oder eine Zeitung. Erdbebenmaschine bringt Stadtblock zum Einsturz. 7 Tote und zahlreiche Verletzte bei Gebäudeeinstürzen. Missglückten Experimenten verursachten Schäden im Lagerviertel und Wardenclyff. Von Wardenclyff, ach so. Wardenclyff verspricht Entschädigung und Wiederaufbau nach gescheiterten Tests neuer Erfindung. Wow. Mein erster Tesla Tower in Wardenclyff war ein großer Erfolg. Ich wusste schon immer, dass mein Traum, kostenlosen Strom drahtlos auf der ganzen Welt zu verteilen, ein voller Erfolg werden würde. Was ich nicht vorhergesehen habe, war die Unersättlichkeit der menschlichen Rasse. Die Gier nach mehr, mehr und mehr Strom. Drahtlose Übertragung von Strom, das ist der einfache Teil. An den Strom heranzukommen, das ist die knifflige Aufgabe. Ja. X-Ray Machine. Ja. Als ich die Röntgenstrahlung entdeckte, hätten wir eine wunderbare Zeit dabei haben können, uns gegenseitig zu fotografieren. Geschwärzte Silhouetten an den Wänden, die für alle Ewigkeit diesen einen Moment der verknüpften Zeit einfangen. Natürlich nur so lange, bis wir erkannt haben, dass Röntgenstrahlen ziemlich schädlich sind. Diese Maschine macht den gesamten Prozess viel sicherer, wenn auch weniger unterhaltsam. Automatic Ship. Funkquellen eignen sich nicht nur zur Übertragung von Ton, Bild und Strom über große Entfernungen. Mit diesem funkgesteuerten Schiff können sogar Menschen transportiert werden. Wenn Sie hier auf der Helios sind, dann haben Sie bereits eine Reise mit einem solchen genossen. Es handelt sich um unbemannte Schiffe, die automatisch über Funksignale gesteuert werden. Oha. Weniger riskant, was Fehlfunktionen oder das Untergehen infolge einer Fehlfunktion angeht. Nicht, dass das Risiko jemals groß gewesen wäre. Sie sind wohlbehalten hier angekommen, nicht wahr? Ich muss ganz kurz auf Pause drücken, mein Sohn ist gerade reingekommen. Ja. Tut mir leid für die kurze Unterbrechung. Mein Sohn, heute ist Montag, mein Sohn stand gerade hier bei mir in der Wohnung. Der ist eigentlich heute bei seiner Mutter. Und ich war gerade selber überrascht, deswegen auch die Geste, dass er leise sein soll, weil ich gerade die Aufnahme an hatte. Was soll ich sagen? Ja, er hat einen Bus verpasst, deswegen sollte er zu mir kommen. Davon wusste ich nicht mal was, aber gut, dafür bin ich da. Dafür hat er einen Schlüssel für meine Wohnung. Ja. Deswegen tut mir leid für den kurzen Cut. Kurzen Schluck Kaffee. Es war für mich gerade ein persönlicher Schreckmoment und weiter geht's. Wardenclyff verkündigt Erfolg, Resonanz mit anderen Dimensionen. Die Tesla weiß, nur Tesla weiß, wie es funktioniert. Beginn des Zeitalters kostenloser Energie. Ja. Oh. Mit dieser Maschine werde ich die Welt ein für alle Mal vom Krieg befreien. Mein geliebter Todesstrahl. Es mag widersprüchlich klingen, dass so etwas für Frieden sorgen soll. Aber damit ausgerüstet würde niemals jemand einen Angriff gegen uns in Erwägung ziehen. Das ist zumindest die Theorie. Und die Praxis, jeder will's haben. So ist die Menschheit. Hat die eine Nation was entwickelt, will die andere Nation das auch haben. Entweder die entwickeln es selber oder die Clowns oder keine Ahnung. Und dann herrscht wieder Krieg. Ein gruseliges Schiff,
Voller Wissenschaftler mitten im Meer. Was soll da schon schiefgehen? Da ist ein Vogel! Los, streng dich an, Uschi. Das... Alter. Ey. Ja. Was zur... Hallo? Ist hier jemand? Okay. Was zur Hölle war das? Was sind das für Geist? Tja. Rose, bist du da? Kannst du mich hören? Nee, ich tu nur so. Ja, ich kann dich hören, aber was zur Hölle soll ich hier? Wenn du den Brief nicht geschrieben hast, wer dann? Es ist deine Handschrift und alles. Ich weiß, es klingt merkwürdig, aber es könnte sein, dass ich es war. Nicht mein Gegenwarts-Ich, sondern mein Zukunfts-Ich. Was? Ich weiß, wie verrückt das klingt, aber ich schwöre, ich kann alles erklären. Wir treffen uns in meinem Apartment. Von da aus werden wir zusammen fliehen, okay? Wovor genau fliehen? Rose, es ist hier nicht sicher. Es breitet sich auf dem ganzen Schiff aus. Ich erzähl dir alles, sobald wir in meinem Apartment sind. Du musst dir eine Faraday-Keycard vom Check-In-Schalter in der Haupthalle besorgen. Die sind in einem Wandtresor. Die Kombination sollte irgendwo in der Nähe notiert sein. Die Keycard bringt den Aufzug automatisch in den richtigen Bezirk. Hast du alles verstanden? Ja. Tresor öffnen, Keycard nehmen, zu dir in dein Apartment. Alles verstanden. Super. Ich werde eine Weile lang nicht über Funk erreichbar sein. Komm einfach her und pass auf dich auf, okay? In Ordnung. Aber wenn du da bist, erwarte ich einige Antworten. Abgemacht? Abgemacht. Oh, Schwester Herz, auch wenn ich nicht erklären kann, warum und wie du hierher gekommen bist, ich bin wirklich froh, dass du da bist. Bis bald. Okay. Bis bald, Schwester Herz. Okay. Oh wow, ich muss Masken finden. Hier ist noch eine. Jetzt haben wir schon 3 von 5. Ey. Ich wüsste, dass ich solche Games liebe. Dann, ja. Oh. Okay, irgendwo da hinten wird dann noch eine bestimmt rumliegen. Wäre ja dumm, wenn 3 von 5 auf einer Reihe wären. Ah, gut. Das war der Hocker. Hehe, Hockerball. Ah, oh, dieses Ding, ey. Hier ist die letzte Maske, wusste ich doch. Techlabs, aber hey, ich muss mal ganz kurz auf mein Handy gucken, ne? Meine Ex-Frau, das sich angehört hat. Ja. Da kam gerade die Nachricht. Muss ich dann nach der Aufnahme mal reinhören. Wegen meinem Sohnemann. So. Ja, wir haben alle Masken gefunden. Was das da unten ist, keine Ahnung. Aber Collectibles 100%. Läuft. Habe ich jetzt endlich mal eine Taschenlampe? Nein, warum? 1800, noch was. Nur... Gibt es da ein Datum? Nein.
Warcliffe verkündet Erfolg, Resonanz mit anderen Dimensionen. Nur Tesla weiß, wie es funktioniert. Beginn des Zeitalters kostenloser Energie verstört Tesla gegen die Energieerhaltungsgesetze. Irgendwie verstößt jeder dagegen, aber gut. So. Das muss der Tresor sein. Also, um ihn zu öffnen... Erik, vergiss nicht, den neuen Sicherheitscode aufzuschreiben. Aktueller Code 142. Ach, was ein Zufall. Eins. Vier. Falsch. Hä? Was ist denn jetzt los? Hä? Oh wow! Fahrstuhlkey! Eine Keycard für den Aufzug. Passiert doch bestimmt gleich wieder irgendwas. Aber das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dann, bleibt gespannt. Genießt den Tag und bye bye.